Servus Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem weiteren ASMR-Video von mir. Und heute habe ich mal ein kleines Video für euch, das sich Random Facts About Me nennt. Heißt, heute flüstere ich mehrere Fakten über mich, die ihr wahrscheinlich noch nicht wisst. Und ich wünsche ganz viel Spaß mit dem Video. Und ich habe hier auf dem Handy Notizen geschrieben zu den Fakten über mich. Und die werde ich euch gleich vorlesen. Ich habe 10 Stück aufgeschrieben. Ich wünsche viel Spaß. Wenn ihr Teil 2 wollt, in die Kommentare schreiben dann. Und abonnieren nicht vergessen. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Video an. Noch nebenbei ein bisschen vom Tapping darf nicht fehlen. Ich habe die Mikros jetzt ein bisschen intensiver eingestellt. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem ersten Fakt an. Ich hatte früher mal einen Gaming-Kanal. Ja, ich hatte früher wirklich mal einen Gaming-Kanal, wo ich, wie alt war ich da? 13, denke ich mal, 13, 13, 12, wo ich noch Fortnite gespielt habe, habe ich meinen kleinen Gaming-Kanal gehabt. Da hatte ich, glaube ich, 700 Abonnenten, aber darauf mache ich schon seit über einem Jahr keine Videos mehr. Und ja, da ist auch nicht wirklich gelaufen, also da ging nichts ab. Und da habe ich Streams gemacht mit einem Zuschauer oder so, also da ging wirklich nichts voran. Genau, dann kommen wir zum nächsten Fakt. Und das wäre, ich liebe Tischtennis und spiele es auch aktiv in einem Verein. Das werden wahrscheinlich manche wissen, aber manche auch nicht. Ich spiele Tischtennis seit 5 Jahren. 5 Jahren. Und das ist auf jeden Fall mega heftig. Ich liebe Tischtennis über alles. Also wirklich, dieses Hobby, also Tischtennis allgemein, ist wirklich so nice. Und vor allem in den Turnieren, wenn da richtig viele Leute kommen, ist es immer wirklich so nice, in die nächste Runde zu kommen und so weiter. Das ist immer spannend. Und die Gegner sind auch relativ gut. Aber, ja. Genau, was habt ihr für ein Hobby? Macht auf jeden Fall immer mit. Schreibt in die Kommentare, was ihr für ein Hobby habt. Würde mich mega freuen. Da kommen wir zum nächsten Fakt. Und das wäre, ich schaue ASMR, also ich, sehr, sehr viel. Weil viele auch immer fragen, schaue ich meine eigenen ASMR-Videos zum Einschlafen? Nein, das nicht. Ich schaue sehr viel ASMR-Zeitgeist, vor allem zum Einschlafen. Oder gebe mal einfach ASMR ein und schaue mir da ein paar Leute an, die wirklich, ja, ich schaue mir da ein paar Leute an. Und wenn ich es gut finde, lasse ich es einfach an und schlafe dabei ein dann. Also, ich benutze es wirklich gefühlt jeden Abend einfach ASMR zum Einschlafen. Das ist einfach übelst gechillt. Und ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Fakt. Das wäre dann, ich hatte mit 9 meine erste Konsole. Ja, ich hatte wirklich mit 9 meine erste Konsole. Das war dann, glaub, eine PS4. Genau, die hat mein Bruder bekommen. Die habe ich bekommen, genau. Ich hatte mit 9 meine erste, mein Bruder. Mein Bruder hat die bekommen und ich habe darauf gespielt, genau. So war das. Und ja, da habe ich zum ersten Mal auf einer PS4 gespielt. Mit 9. So, da gab es Fortnite, alles. Und ja, das habe ich dann da gespielt. Und ja, Zock macht mir allgemein sehr viel Spaß. Gut, kommen wir zum nächsten. Das wäre, ich bin schüchtern. Das denken jetzt wahrscheinlich viele Leute von ASMR jetzt nicht, weil ich mich ja sozusagen auf YouTube mit sehr viel, vor vielen Leuten zeige, so. Und, ja, aber so in real bin ich eigentlich jetzt nicht heftig schüchtern.
so in der Mitte, denke ich mal. So in der Mitte. Nicht richtig offen und auch nicht richtig schüchtern, so, wenn ihr versteht. Schreibt rein, seid ihr schüchtern oder eher offen? Schreibt's mal rein. Und ja, das ist halt so. Natürlich mit meiner Klasse, mit meinen Friends, dann eher nicht. Da bin ich ganz offen, aber so, vor fremden Leuten, so. Genau, da würde ich sagen, kommen wir zum nächsten. Ich schaue ASMR seit 2 Jahren. Genau, mein Bruder hat mir ja vor 2 Jahren ASMR gezeigt. Und ich habe das ja sozusagen dann angefangen zu schauen. Mein Bruder hat mir das gezeigt. Ich dachte mir so, was denn das für ein Scheiß. Und ja, aber dann ist mir das wirklich so, hab mir das mal mich dafür interessiert und gegoogelt und so weiter und geschaut, was das überhaupt ist. Und mir hat das mit den Flüstern halt mega gefallen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich mal einen Kanal auf und probiere das mal aus, ob das überhaupt funktioniert. Und jetzt habe ich so eine heftige Community. Mega groß, danke dafür. Die einfach jedes Video supportet. Danke dafür. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Fakt. Und das wäre: Ich liebe. Betonung liegt auf Liebe. Spaghetti Bolognese. Also, ja. Also wirklich. Ich bin so ein Fan davon. Also, ich feiere es mega. Viele denke ich mal nicht. Ich weiß nicht. Aber wirklich. Jedes Kind isst Spaghetti. Oder jedes Weite, was auch immer. Also ich kenne keine Person, die Spaghetti nicht mag. Aber wirklich, ich feiere es einfach. Ich feiere es mega. Ich feiere es mega. Mega, mega, mega. Also Spaghetti. Immer mehr. Ist immer mehr. Und macht mich glücklich. Falls ihr solche Faktenvideos feiert, schreibt es mir rein. Lasst einen Daumen nach oben da. Für mehr solcher Videos würde ich mega freuen. Gut, kommen wir zum nächsten Fakt. Und das wäre: Ich hatte noch keine Freundin. Ja. Die Frage beantworte ich in den Livestreams sehr oft. Aber im Video habe ich das vielleicht einmal im Q&A oder zweimal gesagt. Aber für die Neuen, ich hatte noch keine Freundin, ja. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ist ja noch nicht die richtige gekommen, so kann man so sagen. War noch nicht die richtige dabei. Und ja. Genau so ist das halt. Hattet ihr schon eine Freundin oder einen Freund? Schreibt's auch rein. Das immer finde ich auch gut, diese Faktenvideos. Da kann ich euch selber fragen. Schreibt's in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Hobbys. Freundin, nein, ja. Freund. Das ist halt immer sehr gut und das feiere ich auch mega, dass ich euch dann direkt so fragen kann. Finde ich immer sehr gut. Gut, kommen wir zum letzten Fakt. Und das ist: Ich bin, vorletzten, ich bin 1,67 groß. Oder 1,66. Viele sagen immer, ich bin mega klein. Ich finde, 1,67 geht noch. Es gibt ja auch etwas kleinere, also meist 1,50 oder so, aber 1,55. Aber ich finde die Größe okay, Leute. Was, ich weiß nicht, was die ganzen Leute über, also was die ganzen Leute so gegen die Größe haben. Aber ich finde jede Größe okay. Ob man klein, groß ist, so egal eigentlich so. Das ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ja, ist halt so. Kann man nicht mal, manche sind mit 11 schon größer als ich. Liegt halt so in der Familie, also da kann ich auch nichts mehr. Genau, und dann kommen wir zum letzten Fakt und das wäre: Ich habe ein Hobby, dass ich Drohnenfliegen, das Drohnenfliegen heißt. Ich fliege mit Rennkoptern. Da könnt ihr mal gerne eingeben auf Google,
Faktenvideo. Lasst gern einen Kommentar, da würde ich mich mega freuen. Und ja, schreibt rein, Freundin, ob ihr noch welche hattet. Oder Hobby, was auch immer. Würde mich mega, mega freuen. Ich lese mir das mega durch. Ich lese mir alles durch. Und ja, ich habe mir auch so bei jedem Video jetzt so gemacht, dass ich immer einen Kommentar anpinne, der da ganz oben steht. Also lasst euch was einfallen. Ich pinne euch dann an. Und jetzt würde ich sagen, das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke für die 9000.